Der Po zu dick, die Brüste zu klein, das Haar zu dünn, so beginnt der Text auf der Rückseite des aktuellen Buches Scheißegal von Caro Matzko und Tanja Marfo. Herzlich willkommen in unserem Chat hier vom Löwe Verlag. Hallo! Caro Matzko und Tanja Marfo sind dünn und dick, dick befreundet und dünnhäutig gewesen, sobald es um ihre Figur ging. Dabei sind beide absolut erfolgreich. Caro Matzko als Moderatorin von Wissenssendungen, unter anderem zu sehen im bayerischen Fernsehen, im Club 1. Und Tanja Marfo ist eine YouTube-Ikone, wenn ich das mal so sagen darf, mit ihren Blogs, mit ihren Workshops und Events spricht sie männlich, weiblich und divers an auf kurvenrausch.de. Bis 21 Uhr sind wir virtuell verbunden mit Berlin zu den Autorinnen, nach Köln zum Löwe Verlag, der diesen Livestream ermöglicht, und zu mir in der Nähe von Frankfurt. Ich bin Ulla Azert, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Ihre Moderatorin. Ganz gleich, von wo Sie zugeschaltet sind oder wo Sie zugucken, Sie können Ihre Fragen stellen über Ihren YouTube-Kanal. Wir haben auch ein paar Fragen schon vorab. Ich weiß nicht so ganz genau, was im Chat gekommen ist, was vorab gekommen ist, aber ich greife so viel wie möglich davon auf. Ja. Das Buch Scheißegal, die wahren Problemzonen sind im Kopf, nicht auf der Hüfte. Wenn ich aber doch dick bin, dann bin ich doch dick und zwar auch an den Hüften. Wie kann es dann im Kopf entstehen? Ich glaube, also erstmal hallo an alle, die online sind. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu wissen, dass unsere eigentliche Problemzone der Kopf ist. Das bedeutet, dass letztendlich unser Gewicht eigentlich scheißegal ist, denn es geht darum, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, im Innen und im Außen, und dass wir uns viel zu sehr auf das Äußerliche fokussieren. Ja, aber Sie erzählen ja auch sehr persönlich in dem Buch von Ihrem ständigen Kampf um die richtige Figur. Das heißt, Sie waren ja dann auch sehr fokussiert darauf, dass es eben ja vielleicht nicht so ist, wie es sein soll. Caro Matzko hat sich fast zu Tode gehungert, musste in die Klinik und fand sich immer noch zu dick. Was stimmt denn da nicht? Also jeder Spiegel zeigt einem doch, wie man aussieht oder nicht. Also ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen, weil letztendlich entwickelt sich unser eigenes Selbstbild ja sehr früh. Unser Selbstbild, auch unser Selbstwert entwickeln sich sehr früh in unserer Jugend oder Kindheit. Und wenn einem natürlich von außen immer gespiegelt wird, dass man dick ist, dann nimmt man das auch an. Also wenn ich zum Beispiel heute Fotos von mir sehe, als ich ein junges Mädchen war, da war ich maximal ein bisschen pummelig, aber nicht dick. Und ich glaube, ich kann da auch sehr gut für Caro sprechen, die halt sich selber auch sehr unter Druck gesetzt hat. Das haben wir beide. Also wir haben, obwohl wir äußerlich sehr unterschiedlich sind, also ich bin dick und Caro ist die dünne von uns beiden, haben wir trotz alledem sehr viel gemeinsam. Denn uns eint das Gefühl des Nichtgenügens. Und das eint eigentlich fast alle Frauen, würde ich sagen, weil wir ständig und immer medial oder auch ob es im Alltag ist oder vor allen Dingen auch medial immer damit konfrontiert werden, dass wir nicht genug sind. Da gibt es ja eine interessante Studie, die ist mir zufällig auf den Tisch geflattert. Menschen, die sehr dünn sind, aber glauben, dass sie zu dick sind, gehen sogar seitlich durch Türen, weil sie glauben, dass sie anstoßen. Das heißt, sie haben es so in sich aufgenommen, die falsche Figur zu haben, dass sie sich sogar anders bewegen. Heißt das, dass wenn das im Kopf verankert ist, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, haben Sie eben gesagt. Kann man sich das denn auch wieder abgewöhnen oder bleibt es ein lebenslanger Kampf, ein falsches Körperbild von sich zu haben? Ich glaube, wenn man sich mit der Thematik Körperbild nicht wirklich befasst, dann glaube ich schon, dass es ein lebenslanger Weg ist, sich selber anders wahrzunehmen. Also das ist ja bei mir auch genauso. Also ich meine, ich habe nämlich manchmal als viel schlanker war, als ich eigentlich bin. Und es gibt tatsächlich auch Frauen, die dünn sind und sich dicker fühlen und umgekehrt. Also das ist letztendlich eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und ich glaube, es geht eigentlich da hauptsächlich darum, einmal in den Spiegel zu schauen und zu gucken, wie bin ich denn? Und es gibt auch in der Therapie auch gewisse Übungen, die man macht, um das eigene Körpergefühl halt zu stärken. Da werden dann Umrisse zum Beispiel aufgemalt, dass man sehen kann, wie der Körper letztendlich aussieht. Also ich als dicke Person zum Beispiel auch öfters seitlich durch, weil ich meine, ich bin zu dick. Aber ich sehe dann manchmal, wenn ich mich durch Autos bewege, ich bin ja kein Bus. Ja, also ich bin eine Person und ich brauche dann auch meinen Platz.
aber ich brauche nicht übertreiben. Ja? Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil unsere eigene Körperwahrnehmung ist ganz oft sehr verzerrt. Besonders dann, wenn es auch um das Thema Essstörungen geht. Ja, willkommen, Caro Matzko. Sie sind uns jetzt zugeschaltet und auch ja, mit dabei. Ja, Sie haben keine Ahnung, was das hier gerade, was für ein Effort war, weil normalerweise funktioniert es immer super. Im Technikcheck hat es auch super funktioniert. Ich brauchte jetzt die Hilfe von jungen Männern und sitze jetzt auch auf dem Laptop vom, es ist was nicht natürlich mich als Feministin total ankast, aber ich habe alle Apps runtergeladen und aktualisiert. Fit in den Frühling, nicht mit mir und der Technik. Ja, aber das macht es doch eigentlich auch spannend und überraschend und interessant. Ich habe mir vorhin noch ein bisschen Tee in die Tastatur gegossen. Also von daher klappt es doch jetzt alles ganz gut. Ja, es ist super. Tastatur. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Körperwahrnehmung. Und ich hatte erzählt, dass es eine Studie gibt, dass wenn Menschen zu dünn sind, sehr dünn sind, aber glauben, dass sie zu dick sind, wie es ihnen ja gegangen ist in ihrer Jugend, dass die sogar seitlich durch eine Tür gehen, weil sie Angst haben, dass sie an den Ecken anstoßen. Können Sie das bestätigen, dass Sie sich wirklich immer noch dick fanden, obwohl Sie schon aussahen wie ein Spargel? Ja, also ja, natürlich. Also ich fand mich immer zu dick. Ich finde mich auch heute noch partiell zu dick. Das ist einfach so. Also ich habe, jetzt liegt aber auch daran, dass ich die statistischen mittelbegriffenen 3 Kilo, die jeder Deutsche wohl im Lockdown bisher zugenommen hat, auch definitiv zugenommen habe. Ich gucke immer noch bis heute, obwohl ich immer noch qua meinem Gewicht weiß, dass ich eigentlich immer noch in dem Mittel bin, wo jeder Arzt sagt, Bingo, bleib so, Mutti, dass ich mich immer noch nicht gut fühle, weil ich mich immer noch fokussiere auf die Stellen, die nicht so ganz im Gardemaß daherkommen, dass ich damit angeben kann. Und es ist bis heute auch so, heute hat mir meine Kostümdame, die Erika, hat mir eine Hose mitgebracht, weil ich neben meinem Laptop auch noch alle Hosen vergessen hatte zu Hause. Völliger Überforderung. Und die war 36 und dann habe ich sie angezogen und sie hing wie immer an diesen Oberschenkeln irgendwie fest, sodass man diese Bügelfalte nicht mehr als eine solche wahrgenommen hat. Und dann habe ich gedacht, ja, Mutti, pass auf, das ist jetzt wieder genau der Moment, dass du dich bestätigt fühlst. Ja? Ich weiß, dass ich eine 38 immer noch völlig in Ordnung ist und ich bin Autorin mit des Buches, sei es egal. Aber es war wieder einer dieser Momente, wo ich genau wieder zurückgefallen bin, dieses Muster, dass ich dachte, wow, und jetzt passe ich nicht mal mehr in eine 36 und da ist Merkel dran schuld. Ich habe noch nie diese Bügelfalten, Caro, hat man noch nie auf meinem Oberschenkel. Never ever in my life. Ich wollte das früher immer haben. Das hat man noch nie gesehen. Immer nur an den Unterschenkeln. Ja, genau. Und so ging es mir heute auch. Und ich weiß natürlich, dass das alles völlig Banane ist. Aber es war auch so, ich weiß auch, dass es egal ist. Also es ist, sei es egal, ob ich jetzt aktuell proppere 63 Kilo wiege. Aber auch als ich 39 gebogen habe und wusste, ich bin dünner als alle anderen, habe ich mich genauso gefühlt wie heute in diesem Moment mit dieser verdammten Bügelfalte. Es ist dasselbe. Insofern ist auch da wieder der Titel unseres Buches einfach, finde ich, sehr treffend, weil es sei es egal ist. Ich fühle immer mich schlecht in solchen Momenten. Und vermeide ich auch Hosen kaufen. Ja, das tun viele von uns. Ja, wobei jetzt der Punkt gekommen ist, wo ich mit 41 sage, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich jetzt so anfange mit exzentrischen Brillen und Walla-Walla-Gewändern, altersgemäß. Ja, ich habe mir das für 90 vorgenommen, wenn ich 90 bin. Aber Ihr Buch ist ja auch ein Buch über eine ganz wunderbare Freundschaft. Sie haben sich kennengelernt, einerseits als Moderatorin, andererseits als Maskenbildnerin. Sie hatten viel zu tun. Sie haben zusammen immer vorm Spiegel im Grunde genommen gesessen. Und jetzt ist Ihr Buch, sei es egal, genau eigentlich der Blick in einen Spiegel und nämlich in den Spiegel, der einem sagt, nimm dich selber an. Trotzdem muss ich noch mal fragen, wie lange dauert das denn, bis Mann, Frau oder ich sage gerne Mensch, denn wir haben ja auch, es geht ja nicht nur um dick und dünn, es geht ja auch um alt und jung, es geht ja auch um klein und groß, es geht um alles Mögliche. Wie lange dauert es, bis Mann, Frau, bis Mensch sich akzeptiert? Ich habe bis jetzt nicht wirklich akzeptiert. Also ich habe immer wieder, also ich akzeptiere mich in meinem Unvermögen, mich das, was die Tanja, die hat ja immer auf dem Wort Selbstliebe, das unterscheidet ja uns immer, da zanken wir uns immer, aber ist ja auch okay, das bringt ja Pfeffer hier in die Beziehung. Ich weiß, dass ich jemand bin, der sich schwer tut, mich anzunehmen. Aber ich nehme das an, dass ich so bin.
Also ich bin auf einer Metaebene der Selbstliebe. Ich schaue mir das immer wieder an und denke mir, ach geh, heute passt es wieder nicht, wissen wir schon, aber für die Restvermarktung meiner Resterotik im öffentlich-rechtlichen Betrieb reicht es noch. Tanja, jetzt kommst du mit deinem Plädoyer für Selbstliebe. Ja, also bei mir war es, mir hat Selbstliebe geholfen, mich annehmen zu können, weil ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich mir wirklich vorm Spiegel stehe und mir sage, du bist toll, auch wenn ich das nicht glauben konnte, ich habe mich halt erstmal strunz angelogen über eineinhalb Jahre, bis ich es angefangen habe zu verstehen, was es eigentlich mit mir macht, wenn ich wohlwollender und positiver über mich spreche. Das war ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied für mich. Und ich würde aber auch Caro zustimmen, das ist ein lebenslanger Prozess. Also das nicht annehmen, lernen, das ist nichts, was man einmal für sich gewinnt und dann immer irgendwie wieder als Auszeichnung irgendwo zu Hause hängen hat. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das wäre ein schönes, eine schöne Idee. Wenn ich einhaken darf, die Sache mit dem Spiegel und sich und böse Sachen sagen, das ist einer der gute Sachen, der wirklich, ja, aber normalerweise, also ich habe, und das war einer der neuralgischen Punkte, die mir auch so wichtig waren, wo mir so 7 Sonnen aufgegangen sind, als wir das geschrieben haben, weil ich dann meine Tochter gesehen habe, die immer ein bisschen so einen Blähbauch hatte. Also sie sieht aus wie so ein Lolli mit riesen Augen und langen Haaren. Und der Lolli stand vor dem Spiegel und hat gehadert mit sich, mit damals 6 Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was lebe ich eigentlich diesem Kind vor? Und dann habe ich an meine Mutter gedacht, die immer vor dem Spiegel stand und immer nur gesagt, ich bin schon wieder so fett. Und dann hat sie immer so einen riesigen 80er-Jahre-Gürtel immer so rumgezurrt und dann macht es oben so plopp und unterm Gürtel plomp. Dann hat sie das aber immer so wie um sich selbst, wie so ein Korsett, hat sich so gezurrt und hat so an sich rumgezuppelt und hat sich so verachtet. Und ich habe gelernt dadurch, das gehört so. Es gehört zum guten Ton, dass eine Frau immer sich irgendwie so an sich rummäkelt. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte das meinem armen Kind mit dem Blähbauch, meinem Lolli, meinem Heißgeliebten, nicht so vorleben. Ich möchte ihr vorleben, dass ich vor dem Spiegel stehe und ich sage nicht, Mensch, bist du eine geile Alte heute wieder. Boah, wo ist der Tag? Wo sind die Jungs? Bring it on! Wo ist der goldene Hammer? Ja? Sondern ich stehe halt zumindest da in meiner Unterbüchse und ich tanze ihr dann was Albernes vor. Also ich begegne mir selbst, das ist eigentlich mein Weg, vor allen Dingen mit Humor. Mhm. Ja, Frau Marfo, Sie haben ja auch gesagt, es ist ein lebenslanger Prozess. Gut, aber stört es Sie heute, wenn jemand zu Ihnen sagt, Sie sind dick? Also ich habe gelernt oder für mich auch angenommen, dass dick für mich kein Schimpfwort ist. Es ist letztendlich eine Beschreibung meines Umfangs. Genauso wie ich zu einer anderen Frau sagen würde, hey, du bist dünn. Aber ich sage es ja, es kommt immer darauf an, wie man es sagt, finde ich. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass mich das Wort dick nicht mehr triggert. Also das finde ich aber auch für mich also wirklich auch eine große Erleichterung tatsächlich. Ich meine, ich habe einen Spiegel, ich kann mich ja jeden Tag zu Hause angucken, der sagt mir ja jeden Tag die Wahrheit. Ich brauche auch eigentlich keine Waage, weil ich sehe, wenn mein Körper sich verändert. Und ich glaube, das muss man muss aus diesen Wörtern diesen Stress rausnehmen. Man muss aufhören, dünn als positiv zu sehen und dick als negativ. Man muss anfangen, nicht nur den Körper zu sehen. Es geht ja eigentlich vielmehr darum, was wir innen drin sind, was wir aus uns machen, wie wir uns begegnen. Es gibt ja so viel wichtigere Themen als nur die Äußerlichkeit. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich in Eigenverantwortung um meine Gesundheit kümmern soll. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Und ich möchte ganz dringend betonen, dass Gesundheit viele Gesichter hat. Und dass Gesundheit ein großes Spektrum ist und nicht nur den dünnen Menschen vorbehalten ist. Ja, das ist auch ein Punkt, den ich total wichtig finde, weil viele immer nur, also natürlich auch, was uns jetzt begegnet ist im Rahmen der Interviews, die wir auch gegeben haben und geführt haben rund um unser Buch, dass immer wieder gesagt wird, ja, aber jetzt muss man ja sagen, dass das Gewicht, was die Tanja hat, nicht gesund ist. Völlig richtig, natürlich. Das weiß die Tanja aber auch selber. Und die Tanja weiß, wenn sie Probleme hat mit den Knien und so, ja. Aber was immer außer Acht gelassen wird, finde ich zu häufig, ist der Aspekt der psychischen Gesundheit. Weil keinem von uns hilft es, wenn wir uns morgens aufstehen und in den Kopf schießen wollen, weil wir uns so hässlich finden. Ja, ich finde das ganz wichtig, was Sie vorhin gesagt haben, wie man mit sich selber spricht. Wir wissen ja, alles beginnt mit einem Gedanken. Aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten. Wir kennen das. Das heißt, wenn ich schon vorm Spiegel stehe und denke schlecht über mich, kann ja daraus jetzt auch nicht so eine gute Tat werden, sondern eigentlich eher Frust, so nach dem Motto, naja, wenn ich eh so aussehe, wie ich aussehe, dann kann ich jetzt auch noch den Kühlschrank leer futtern oder sowas. Ich würde sagen, am Anfang sind
ganz kurz unterbrechen sage, ich würde am Anfang, würde ich sagen, ist Erziehung. Wir werden gedacht am Anfang. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und daraus müssen wir uns selber befreien und unsere eigene Geschichte erzählen. Ganz wichtig, welche Erziehungsfehler, wir haben eben schon über Lolly sehr liebevoll gesprochen, welche Erziehungsfehler sind es denn, die zu so einer falschen Körperwahrnehmung oder auch zu einer Ablehnung der eigenen Figur, des eigenen Selbst führen? Was? Naja, es geht da schon los. Also was beim Lolly passiert ist, dass der kleine Bruder von einer Klassenkameradin zu ihr gesagt hat, du bist dick und dumm. So, der Bube, und ich möchte ihn noch, pardon, daher watschen, das ist eine Sache der Erziehung. Ja? Ich sage nicht zu jemandem, du bist dick und dumm. Auch hier haben wir wieder genau das, was Tanja gerade beschrieben hat, dass dick zusammengedacht wird mit dumm. Da sind wir schon wieder bei der ganzen Palette der Vorurteile, auch die vor allen Dingen dicke Menschen treffen. Die sind ungepflegt, sie sind faul, sie haben sich nicht im Griff. Es ist sowieso, muss ich an der Stelle mal sagen, ein ganz großer Irrtum, dass wir uns im Griff haben. Keiner hat sich im Griff. Ja? Wir haben auch den Planeten nicht im Griff. Es liegt uns ja gerade um die Ohren. Wir haben hier gar nichts im Griff. Worum es geht, finde ich uns, worum es uns geht, Tanja und mir, ist, dass wir ein bisschen mehr die Wörter mit Bedacht wählen und dass wir auch unseren Kindern anerziehen, dass wir mit Respekt über andere Menschen begegnen. Dass wir Respekt haben, wenn uns jemand begegnet. Und wenn meine Tochter sagt, die Tanja, die ist dick, dann sage ich, ja, das ist sie. Was ist sie noch? Und dann sagt meine Tochter, sie ist groß, sie ist schön, sie ist lustig, sie ist herzensgut, sie ist mega cool angezogen und wir lachen zusammen. Und dann ist das one of many in einer ganzen Palette, in einem Mosaik von Attributen, was jeden Menschen ausmacht. Und ich verlange das von allen Eltern, dass sie ihren Kindern beibringen, anderen mehr mit Respekt zu begegnen. Das ist das Erste. Jetzt kommst du, Tanja. Absolut nicht auch so, weil wenn ich überlege, dass mein Sohn so etwas zu jemandem sagen würde, ich wäre extrem sauer auf meinen Sohn oder auf mein Kind, weil auch wenn ich dünn wäre, würde ich zu ihm sagen, du sollst Menschen nicht so herabwerten. Und vor allen Dingen das, was Caro gesagt hat, dicke Menschen haben da noch ein anderes Problem, dass sie halt nicht nur als dick und hässlich angesehen werden, sondern diese ganze Schublade der ganzen Vorurteile geht auf und dann kommt da raus, wie Caro das gesagt hat, nicht erfolgreich. Ich weiß nicht, als ob dicke Menschen nicht lieben, keinen Sex haben. Das ist so eine große Palette, was mich einfach letztendlich sehr sauer macht, denn wir gucken uns in der Werbung um, das Schönheitsideal ist ganz klar eine kleine Kleidergröße und dabei ist die Welt oder unsere Gesellschaft so vielfältig und diese Vielfalt müssen wir eigentlich auch lernen, endlich mal abzubilden, weil ich glaube, dass da ganz viel Heilung hintersteckt für ganz viele Menschen. Ich glaube, es wäre für mich, für die kleine Tanja, eine große heilende Erfahrung gewesen, hätte ich mehrere Vorbilder in meiner Körperstatur gesehen. Genauso wie ich sagen würde, wie es einem, ich weiß nicht, einem kleinen Mädchen vielleicht gut tut, das Sommersprossen und rote Haare hat, so ein Vorbild zu sehen. Es geht immer darum, was wir sehen, was kommt rein in den Kopf, was wird uns mitgegeben von zu Hause und wie erschaffen wir hauptsächlich, ich würde sagen, für unsere Kinder ein gut positives Umfeld, in dem sie groß und stark werden können. Und nicht im Sinne von kräftig, sondern emotional stark. Ja, und da geht es ja weiter. Das hat ja einen politischen Aspekt auch noch. Also wir tendieren dazu und das zeigen wir, trainieren wir immer noch unseren Kindern auch auf eine Weise an, dass wir ein Attribut nehmen von einem Menschen, das sehr augenfällig ist. Ob das jetzt dick ist oder ob das, der ist schwarz oder der hat die Kippe auf dem Kopf. Es wird dann gleich, wir nehmen dieses eine Attribut und schließen darauf auf an die Gesamtheit eines Wesens. Und da, deswegen engagieren Tanja und ich uns auch sehr für das, was man heute im Modebegriff Diversity nennt. Wir Menschen sind einfach sehr vieles. Und wir schauen natürlich erstmal auf die äußere Erscheinung. Und wenn man mich im Fernsehen drin sieht, dann sagt man vielleicht, auch das, was mir begegnet ist, ja, was macht die Dürre mit der Gurke da? Oder das ist ja genauso eine Judith Rakers für Arme. Man kann auch von meinem äußeren Erscheinungsbild wahnsinnig viel ableiten und glauben, wer ich dann bin. Aber ich bin ja mehr als das und wir sind einfach facettenreich. Und uns geht es darum, dass wir erstmal auf jemanden zugehen und nicht vorverurteilen von der äußeren Form her und vom Körperbild, das wir verkörpern, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sieht man ja auch auf kurvenrausch.de. Da geht es auch um Diversity. Es geht um den Strauß an Möglichkeiten, wie Menschen aussehen können, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben. Ich will aber nochmal auf eins zurückkommen. Wir haben über Erziehung gesprochen und Sie beschreiben in Ihrem Buch, es heißt egal, auch sehr gut Ihre Kindheit, Ihre Erziehung. Und da spielt das Wort Perfektionismus eine sehr große Rolle. Was
hat sie da geeint. Der Perfektionismus war Thema in beiden Familien. Insofern ist er sicher auch ein Grundstein für ihre dicke Freundschaft. Dick in einem ganz positiven Zusammenhang jetzt einfach gesagt und dünnhäutig auch mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Dieser Perfektionismus, was hat er mit Ihnen gemacht? Er hat uns beiden das Gefühl gegeben, dass wir nie genügen. Um es einfach auf den Punkt zu bringen, dass wir nicht der Liebe wert sind, solange wir nicht mit Leistung überzeugen. Und das ist auch sicherlich was, was ich ja auch angedeutet habe, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das die Persönlichkeitsrechte meiner Eltern verletzen würde. Das ist was, was die hier auch einfach gelernt haben und mitbekommen haben, dass sie so, wie sie sind, nicht ausreichend sind und dass sie auch vorverurteilt wurden. Und das haben sie aber dann leider auf eine Weise weitergegeben. Also dieses, du musst Leistung bringen, damit du anerkannt wirst. Es geht nicht darum, der hat immer das Gefühl, ich brauche auch einen TÜV-Süd-Stempel von irgendjemand, der mir bescheinigt, dass ich bestimmte Skills irgendwie habe. Ja. Ich habe wahnsinnig drunter gelitten, dass ich mich an der Journalistenschule beworben habe, zum Beispiel auch später und dann nicht genommen worden bin, was ja das Seltenste ist, dass man beim ersten Mal genommen wird. Ich habe das immer persönlich genommen, als ich dann schon als Journalistin gearbeitet habe und auch sehr verdient war in dem, was ich irgendwie getan habe, habe ich immer noch gedacht, dass das nicht reicht. Das ist ja auch tatsächlich das, was viele Frauen irgendwie speziell haben, das, was man Hochstapler-Syndrom nimmt, ja, dass es nicht ausreichend ist. Also ich finde, bei mir in meiner Kindheit war es ähnlich wie bei Caro. Also ich habe jetzt nicht so diesen Leistungsdruck gehabt, aber meine Mutter hat halt, glaube ich, erwartet, dass ein anderes Kind da rauskommt. Also meine Mutter ist halt viel kleiner als ich, immer zierlich, sehr ordentlich und gewissenhaft. Und ich bin halt so das bunte, laute, dicke Kind gewesen, das dann da rausgekommen ist. Und so hat meine Mutter mir halt unterbewusst vermittelt, wie ich eigentlich zu sein habe. Und das konnte ich aber nie erfüllen, diese Rolle, die sie für mich vorgesehen hat. Ich habe mir extra ein T-Shirt heute für dich angezogen. Schau mal. Schau. Furious, notorious and too ambitious, ja. Genau, alles zu groß, zu dick, zu laut, dass man zu viel wissen möchte. Also, wir haben halt immer diese, bei mir, ich habe immer das Gefühl, es kamen immer diese Worte zu dick, zu laut, zu groß, zu alles. Und das hat sich durch meine ganze Kindheit gezogen, durch die Grundschulzeit. Also ich habe mich immer abgewertet gefühlt, weil ich so bin, wie ich bin. Und dieser Perfektionismus von zu Hause hat halt letztendlich nur das ganze Umfeld. Das war halt einfach auch stark 50er Jahre geprägt. Ich glaube, bei uns beiden. Ne? Also, dass man dieses typische Frauenrollenbild halt hatte, wie eine Frau zu sein hat, wie sie zu funktionieren hat und so weiter. Das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Mhm. Ja, aber das macht das Buch ja auch so stark. Also, dass Sie eben persönlich von sich erzählen, dass Sie erzählen, wie Ihre Freundschaft entsteht. Es macht großen Spaß, das Buch zu lesen, weil Sie das ja so ganz lustig machen. Das heißt, wenn es ums Dicke geht, ist fett gedruckt und wenn es ums Dünne geht, ist mager gedruckt und dann ist immer noch eine kleine Ikone an der Seite, damit man sehen kann, ist das jetzt die schmale oder die etwas fülligere Figur. Es hat ja auch viel mit gesellschaftlichen Idealen zu tun. Ich denke immer, wären Sie noch bei Rubens geboren, Frau Barfro, dann wären Sie sicherlich ein Star gewesen. Und ja, ich glaube halt, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem etwas gefunden, was ich nicht an mir gut finden würde, weil auch da gab es ja ein Ideal von Frau und eine Frau zu sein hätte. Vielleicht hätte ich dann ja trotzdem nicht gepasst, keine Ahnung. Also, ja, das kann man immer schaffen. Ja, also ich glaube halt, dass wir letztendlich diesen ganzen Stress auch mal da rausnehmen müssen aus den rein körperlichen und halt wirklich gucken müssen, was will ich denn, wohin will ich, welche Ambitionen habe ich, und das ist mir genauso wie Caro halt wichtig, dass man einfach diverse Körper sieht in den Medien, dass man bewusst macht, dass das, was wir sehen in den Medien, nicht, also die Gesellschaft ist, die Diskrepanz zwischen Laufsteg, Magazin, Medien zur Realität könnte eigentlich größer gar nicht sein. Es sind in der Zwischenzeit Fragen gekommen, auch welche, die vorher schon da waren, da will ich die Zeit doch nutzen und die Ihnen stellen. Bettina E. fragt, es geht hier um dick und dünn, aber es geht doch auch um alt und jung. Ich würde gerne auch lernen, nicht nur die Figur, sondern auch meine Falten zu akzeptieren. Ja, die Schwerkraft zerrt an uns, gell? Ja, also ich glaube, das Älterwerden ist halt auch so ein Thema. Also ich gehe da ja ganz offen mit um. Also ich habe auf jeden Fall schon Hyaluron unter den Augen, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe, meine Tränensäcke so zu sehen. Aber
Letztendlich, glaube ich, ist dieses in Würde altern und das Thema Alter oder ob es jetzt Alter, Geschlecht oder was auch immer ist, da kommt ja so ein großes Spektrum zusammen an Dingen, die wichtig sind zu erwähnen. Und ich glaube, so ein Buch hätten wir gar nicht abdecken können. Vielleicht könnten wir das mal irgendwann machen mit Aging. Nee, ja, absolut. Aber der Punkt ist auch, dass immer noch, und deswegen verstehe ich die Frage sehr, sehr gut, dass das Ideal einer Frau heutzutage immer noch ist, dass sie die Frau ist, die noch irgendwie Eier legen kann. Ja? Also die Frau im fruchtbaren Alter, das danach kommt dann irgendwie nicht mehr vor. Deswegen verstehe ich das total, weil aber ich glaube, dass da jetzt auch schon ein Umdenken stattfindet und dass die Schönheit, und das wird dann die Herausforderung, und ich sehe die genauso, weil ich arbeite auch in einem optischen Medium und weiß auch, dass gerade wir Frauen da eine gewisse Halbwertszeit haben. Darum spreche ich ja immer zynisch von Resterotik vermarkten, dass das schon problematisch ist, aber es hilft ja nichts. Also was ist die Alternative? Ja? Ja. Der Jugendwahn ist, also es ist einfach eine Sache, die wir annehmen müssen. Und ich rate einfach aus eigener bitterer Erfahrung darauf, dass wir uns nicht reduzieren sollten auf irgendwelche Beauty-Sachen, sondern dass wir Themen haben und dass wir für Themen stehen und dass wir andere ermutigen und dass wir die Vielfalt, die wir alle haben und in uns tragen, einfach herausstellen. Und dann ist der Rest scheißegal. Ja, vielleicht ist es so, wie es vorhin schon anklang, dass man eben das als Attribut, als Beschreibung nimmt. Sie ist jung, sie ist alt, sie ist dick, sie ist dünn, sie ist groß, sie ist klein. Genau, vielleicht, aber trotzdem ist sie schön. Das ist ja gut. Also Schönheit gibt es in jedem Alter. Ja, und absolut. Das ist, was uns halt vorgelebt wird und was halt irgendwie vermarktbar ist. Und vielleicht sollte man es so sehen, das, was halt vermarktbar ist, ist halt nach wie vor Sex. Und das verkörpern mainly Frauen, die noch im gebärfähigen Alter sind. Und wenn dann der Klimawandel rauskommt, also so nenne ich es, eine Überleitung. Dann sind wir halt vielleicht nicht mehr so sehr vermarktbar. Aber das liegt auch an uns, das zu ändern. Aber vielleicht sollten wir uns auch lernen, uns gar keine Labels mehr zu geben. Das wäre auch mal eigentlich entspannt, oder? Dass man es funktioniert ja so, Humor, ich komme ja aus der Humorarbeit, Humor funktioniert ja auch, dass man Sachen vereinfacht. Also das kennen wir alle von den Treffen sich ein Österreicher, ein Amerikaner und ein Pole im Zug und dann oder geht eine Blondine ins Funkhaus. Also diese Art von Witzen kennen wir ja, aber so funktionieren wir. Aber für uns selber sollten wir vielleicht die Palette anerkennen, die wir sind. Und dann bin ich halt irgendwann alt und geil. Vielleicht nicht verraten, kann man ja auch als Kompliment nehmen. Ich will noch eine Frage vortragen. Anita T. schreibt, na, du kannst es dir ja leisten, höre ich, wenn ich was Süßes esse. Und schon schmeckt es mir nicht mehr. Als ob ich mich entschuldigen muss, warum ich eben nicht zunehme, obwohl ich Schokolade esse. Wie krank ist das eigentlich? Also ich glaube, es geht auf das Schuldgefühl an. Freimachen davon, was soll das denn? Ist halt was Süßes. Na und? Lass dich schmecken. Ist vielleicht doch. Mach was Süßes. Wir haben auch was Süßes gegessen. Ja, und ich habe auch den Satz schon gehört, ess nicht so viel Bubberl. Ja, mei, dann das ist die große Aufgabe davon zu sehen, dass jemand gerade mich bewertet oder irgendeine Reaktion von mir evoziert. Aber das steht irgendwie niemand zu. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr Klaus Kleber in der Mittagspause sagt, oh, jetzt isst er wieder was Süßes heute an. An seinen süßen Zahn. Naja, also ich glaube, es ist ja immer, ne? Also dann ist es auch das typische Dating-Verhalten. Frau isst Salat beim Date, ne? Also ich finde einfach dieses, wenn man sich datet und dann wirklich die Frau, die da sitzt und halt nicht den Salat bestellt, das finde ich, sollte man mittlerweile eigentlich eher loben, weil wir eigentlich ganz oft viele immer noch so tun, als würden sie halt nur den Salat essen. Wobei sie es vielleicht. Ja, mein Ex-Freund in Amerika hat, als ich meinen Salat bestellt habe, weil ich aufgeregt war und dachte, ich müsste es machen, hat er mir so mit großer Entrüstung dann irgendwie gesagt: You're eating like a fucking model. Und er fand es abstoßend, weil er es eigentlich anders gewohnt war. Und ich möchte auch nochmal sagen: Diese Formulierung, da steckt ja viel drin in diesem Beispiel, deswegen bin ich sehr dankbar. Du kannst es dir ja leisten. Was steckt in diesem Satz drin? Dass wir uns etwas erst verdienen müssen, weil wir Leistung gebracht haben. Oder du kannst es dir ja leisten, aber ruh dich nicht drauf aus. Mhm. Auch hier steckt wieder so was ganz Protestantisches drin. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So dieses Übliche. Und ich bin mittlerweile so, dass ich mir denke, ja, selbst wenn ich heute nichts gearbeitet habe, aber wenn ich es jetzt gerade brauche, dann gönne ich mir das eben. Ja. Noch eine Frage.
Ein Mann schreibt, Hans D. Meine Freundin nervt mit ihren Diäten. Dünner wird sie davon nicht. Corona verschlechtert die Lage. Sie hat Rückfälle. Wie lange dauert das, bis man damit durch ist? Oder gibt man einfach irgendwann auf? Ha, das ist eine gute Frage, weil ich habe gestern eine Veranstaltung moderiert im Literaturhaus in München. Das war die Buchpräsentation von dem Zeitforscher Karl-Heinz Geisler und seinem Sohn Jonas Geisler und Harald Lesch, dem Astrophysiker. Die haben ein Buch geschrieben, das ja lesenswert ist, über die Zeit. Ja. Alles hat seine Zeit, heißt es. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie sehr der Mensch eine Perspektive braucht, auch dass etwas zu Ende geht, eine zeitliche Perspektive. Der Punkt ist, die schlechte Nachricht, diese Pandemie wird so schnell nicht vorbeigehen. Und das finde ich eben auch so wichtig, gerade, dass wir über unser Buch sprechen dürfen, weil die, wir erleben hier gerade auch einen Diäten-Tsunami beziehungsweise einen Tsunami an Essstörungen in dieser Phase, weil die Menschen sehr darauf zurückgeworfen sind, was sie für Probleme haben und mit sich rumschleppen. Mhm. Und die schlechte Nachricht, lieber Hans, ist, deine Frau wird so lange nicht aufhören, Diäten zu machen, solange ihr inneres Problem mit sich nicht gelöst ist. Genau. Sie wird, egal was passiert, wenn du nicht mit dir zufrieden bist und diese Unzufriedenheit, dieses Gefühl des Gefangenseins, dieses Lockdown-Lock-In-Syndrom, das wird so schnell nicht aufhören. Das heißt aber, es ist eigentlich gerade so, manche Menschen gehen ins Kloster, um Stille zu haben. Das Stille bedeutet auch immer eine Begegnung mit sich selber. Das halten viele in diesen Zeiten nicht aus, weil sie es nicht gewohnt sind, weil wir normalerweise rausgehen und immer irgendeinen Input haben oder Leute treffen. Das heißt, wir sind immer abgelenkt von uns selber. Und das meinen wir auch mit unserem Buch und das liegt uns so am Herzen, das einfach zu sagen, dass die Begegnung mit sich selber einfach verdammt nochmal sich lohnt. Aber sie ist nicht einfach. Die Begegnung mit sich selber ist halt sehr hart und sehr herausfordernd. Und ich glaube, das Thema Angst ist halt ein großes, großes Thema, was wirklich durch alle Schichten, würde ich sagen, zieht, weil wir haben Angst vor der Angst. Aber wir müssen lernen, die Angst als etwas ganz Wertvolles wahrzunehmen, als einen Wegweiser, der uns eigentlich immer in die richtige Richtung pusht. Trauen wir uns auch vielleicht, Türen aufzumachen, die wir lange nicht aufgemacht haben, dann trauen wir uns vielleicht auch mal hinzugucken und still zu sitzen und zu schauen, was brauche ich denn eigentlich, anstatt der Diät, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und ich glaube, darum sollte es gehen, denn dann ist das tatsächlich, wie wir auch gesagt haben, die Größe egal, also die Size ist egal, solange du fein mit dir bist, du gesund bist, du in Eigenverantwortung für deinen Körper treten kannst, das muss man ja auch alles erlernen, das ist ein riesengroßer, komplexer Themenbereich. Aber es ist wirklich nicht auf das Thema Diät, also nur konzentriert, sondern wirklich auf sich selber. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Das heißt egal, die Reise zum mentalen Gleichgewicht ist erschienen im Lübbe Verlag. Vielen Dank, Tanja Marfo und Caro Motzko, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise. Und damit sage ich Tschüss und danke an das Publikum für die tollen Fragen, von denen wir wenigstens ein paar beantworten konnten. Vielen Dank. Komm, scheißegal. Ja, scheißegal. Dankeschön. Ja, da wird es doch mal gezeigt. Tschüss. Dankeschön. Super.